Der Deutsche Leitindex DAX hat heute, okay, ein neues Allzeithoch erreicht, aber es dann nicht geschafft, irgendwie die Kursgewinne weiter auszubauen und zu zeigen, ja, ich will wirklich noch weiter nach oben. Vielmehr ist er dann doch ziemlich glorreich gescheitert und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Hat wahrscheinlich drei Gründe, warum der Leitindex aus Deutschland dann nicht weiter gestiegen ist. Chronologisch war der erste die Gewinnwarnung von Daimler. Das sieht nicht so richtig gut aus, was da bei den Stuttgartern derzeit passiert. Und es zeigt den Investoren so ein bisschen, die Autokrise, die ist noch lange nicht vorbei. Das hat erstmal den gesamten Autosektor mit nach unten gezogen. Und dann kam etwas, was die Märkte gar nicht so richtig wirklich eingepreist haben, was aber wahrscheinlich sehr relevant ist, nämlich Aussagen von Donald Trump in Davos. Da hat er gesagt, ja, jetzt haben wir die Geschichte mit China, die haben wir jetzt erstmal beigelegt, da haben wir einen Deal, wir haben mit Kanada und Mexiko den USMCA-Deal und jetzt kommt Europa dran. Und wenn Europa jetzt nicht bereit ist, Konzessionen zu machen, dann werden wir Zölle im Volumen von oder in der Höhe von 25% auf Autos aus der EU erheben. Hat den Markt erstmal gar nicht interessiert, aber das ist jetzt wie so ein kleines Damoklesschwert. Manche sagen, ist doch super, wenn Trump Zölle androhte, dann können die Algos wieder jede Hoffnungsrally entfachen, wenn irgendwie mal eine Meldung kommt, die ein bisschen hoffnungsvoller stimmt, als könnte man sich vielleicht doch einigen und die Strafzölle kommen nicht. Jedenfalls ist das ein Motiv, das durchaus zu beachten ist in nächster Zeit. Das dritte Motiv kommt gleich. Jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, wie der DAX dann den einen Tag beendet hat, nämlich mit minus 0,3%. Im Hoch war man schon 0,6% im Plus, hat damit eben das Allzeithoch knapp, aber nicht wirklich deutlich überwunden. Auch die anderen europäischen Indizes sogar noch schwächer. Der französische Index minus 0,6, ähnlich der FTSE in England, Spanien minus 0,4 und auch Italien minus 0,6%. Also gab es so ein bisschen ein Turnaround. In Sachen Allzeithoch vielleicht noch eine Bemerkung zum DAX. Die 30 DAX-Aktien stehen durchschnittlich tiefer als vor 20 Jahren. Und das, obwohl der DAX ein neues Allzeithoch erreicht hat, nicht aber der Kurs-DAX. Also dieser DAX, der eben nicht die Dividenden mit einpreist. Hier sehen wir, dass wir da doch noch ein Stück weit entfernt sind vom Allzeithoch. Heute hat man dann so Texte gelesen, als der DAX das Allzeithoch erreicht hat. Da wird dann gesagt, diese Marke, nämlich das Allzeithoch, wurde nun endlich übersprungen, was ein neues massives Kaufsignal bedeutet. Charttechnisch ist der Weg jetzt nach oben vollkommen frei. Klar, da gibt es keine Widerstände, zumindest nicht erprobte Widerstände. Damit kommen weitere Kursziele hier in Betracht, nämlich 14.000 und 15.000. Die Chancen stehen also bestens, dass sich auch 2020 in die Gruppe der DAX-Gewinnerjahre einreihen wird. Wir werden sehen, ob das wirklich so ist. Das dritte Motiv, das ist dieses Coronavirus und das hat so ein bisschen heute die Stimmung verdorben. Wir haben nämlich jetzt eine deutlich steigende Zahl, 444, manche berichten, wie zum Beispiel das chinesische Fernsehen und die People's Daily, inzwischen von 544 Infizierungen. Und die Todesrate ist gestiegen jetzt auf 17. Mithin steigt also die Mortalitätsrate jetzt doch relativ deutlich an. Jetzt sind ja hunderte Millionen von Chinesen dabei zu reisen zum Neujahrsfest oder aufgrund des Neujahrsfestes. Und da sagte Goldman Sachs, nicht nur jetzt, was den inneren Verkehr in China betrifft, sondern insgesamt eben in Sachen Globalisierung. Da vergleicht man den SARS-Virus aus dem Jahr 2002, 2003 mit eben der heutigen Zeit. Und heute ist eben die Globalisierung viel mehr fortgeschritten. Es gibt viel mehr Transaktionen, viel mehr Kontakt zwischen China und dem Rest der Welt. Das ist das, was jetzt möglicherweise eben dazu führt, dass wir erste Berichte aus Mexiko haben von Infizierungen, dass wir heute Hongkong jetzt mit auf der Liste haben. Also es weitet sich jetzt geografisch aus und eben auch die Zahl steigt weiter. Die Mortalitätsrate jetzt bei 3,8% aller Infizierten, noch nicht so richtig viel, aber doch ein Warnsignal, weil eben dieses Virus so extrem flexibel, anpassungsfähig ist, mutieren kann. Und da könnte noch manches drohen. Es ist ja sozusagen dann die Stimmung, der Konsum, die Reisetätigkeiten, die nachlassen. Und viele Chinesen haben heute auf Twitter schon gesagt, wenn sie auf Englisch schreiben, das Chinesische ist mir nicht so vertraut, da haben sie gesagt, ja, wir werden unsere Reise absagen. Gleichwohl
wird eben um und bei 400 Millionen Chinesen jetzt die Reise antreten oder haben sie bereits angetreten, sodass eben die Möglichkeiten doch durchaus da sind, dass die ganze Geschichte sich hier noch verschlimmert. Auch die Aktienmärkte in den USA haben ihre Allzeithochs erstmal, die heute natürlich wieder erreicht wurden, nicht halten können. Hier sehen wir, dass die bisherige Gewinnmarge, Profit Margin, jetzt im vierten Quartal 2019 bei 10,7% liegt. Das ist geringer als in den Quartalen davor und das würde bedeuten, dass wir im Vergleich zum Vorjahresquartal den vierten Rückgang in Folge haben. Das gab es seit der Finanzkrise nicht mehr und wir sehen, dass nur hier 2 von 11 Sektoren in den USA höhere Profitmargen erzielen als noch letztes Jahr und das sind der Finanzsektor, der jetzt natürlich durch die Fed ein bisschen gepudert wurde und das sind da auch noch die Geschichten im Bereich Utilities, also die Versorger, eher defensive Werte, also jetzt nicht so wirklich die Treiber der Rallye, nämlich das waren ja Tech-Aktien, zum Beispiel eine Tesla und die hat heute wieder Erstaunliches erreicht, die ist in Richtung 600 Dollar gestiegen und das mit 367.000 verkauften Autos in einem Jahr. Volkswagen verkauft knapp 11 Millionen Auto, also Autos, also etwa Faktor 30. Man ist jetzt mit etwa 103 Milliarden Marktkapitalisierung deutlich oder ein bisschen höher marktkapitalisiert als Volkswagen. Nur Toyota ist etwa doppelt so viel Wert an der Börse. Aber wir sehen hier, das EBITDA ist unglaublich krass im Vergleich etwa zu General Motors, Ford, Volkswagen, BMW oder auch Daimler. Und wir sehen, dass Tesla jetzt genauso viel wert ist in etwa wie Ford, General Motors und Daimler Chrysler. Fiat Chrysler, so muss es heißen, zusammen. Das ist schon ungewöhnlich. 108 Milliarden sind diese drei anderen Konzerne insgesamt wert. Tesla ist 103 Milliarden derzeit wert. Nur Toyota bringt mit 230 Milliarden noch etwas mehr auf die Waage. Die US-Indizes, um da nochmal zurückzukommen, sind heute an einer Trendlinie gescheitert, die man seit etwa Mitte Dezember ziehen kann. Hier sehen wir diese Linie, da sind die Tops immer bestätigt worden. Noch handeln wir in diesem Kanal. Da muss jetzt die Leitbörse, nämlich der S&P 500, gucken, dass er nicht aus diesem Trendkanal rausfällt, sondern den erstmal hält. Und das gilt insbesondere auch für den DAX, wenn wir uns da mal den Chart anschauen. Hier sehen wir den deutschen Leitindex mit diesem Peak hier nach oben, aber dann diese rote Kerze ist ein Wochenchart, also ein sehr, sehr langer Chart. Denn normalerweise ist es so, wir haben ja eigentlich einen Triple-Hoch hier gehabt, Ende 2017, Anfang 2018, so eine Art Doppeltop. Da sind wir jetzt drüber gegangen, aber möglicherweise ist das ein Fake-Ausbruch und es wäre für den deutschen Leitindex sehr wichtig, dass er jetzt diese Gefahr eines Fehlausbruchs nach oben negiert und da nochmal mit Schmackes drüber geht, das wäre zumindest nach Charttechnik durchaus positiv. Was wir hier sehen, ist der S&P 500, den hatte ich vorhin schon gezeigt und die Charts sind von Capital.com, 3300 knapp 28, bisschen rote Kerze. Hier gilt auch für den Tech-Index, für den Nasdaq 100, trotz solcher Aktien wie Tesla, der ja darin enthalten ist. Wir sehen, dass der Dow Jones schwächer ist. Wegen Boeing, da sehen wir, dass wir jetzt mit der 29.200er Marke kämpfen. Da ist also ein bisschen Druck jetzt auf der Pipeline. Boeing bremst natürlich hier massiv. Jetzt sagen viele Fluglinien heute in den USA, also wir rechnen nicht damit, dass schon im Sommer jetzt die 737 Max wieder fliegen wird. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist eine Abstufung eines Analysehauses in den USA. All das belastet Boeing und dadurch, dass Boeing eben so stark gewichtet ist im Dow Jones, ist das eben ein Problem. Der Euro-Dollar hält sich bei 1,1086, Gold tangiert momentan relativ wenig. Man hält sich da ebenfalls seitwärts 1557. Aber was richtig unter Druck ist, das ist eben das Crude Oil, da sind wir jetzt deutlich unter der 57er Marke, hängt auch mit diesem Coronavirus zusammen, weil man sich sagt, naja, da wird weniger Flugverkehr stattfinden, da wird sozusagen die Nachfrage nach Benzin, nach Ölderivaten, was auch immer, wird geringer werden. Das ist ein Punkt, das hat Goldman Sachs heute auch nochmal in einer Analyse klar herausgestellt. Und ein fallender Ölpreis ist normalerweise nicht so eine gute Indikation für die Aktienmärkte. Schauen wir da mal, wie es weitergeht. Der DAX muss jetzt zeigen, dass er wirklich will und muss
am besten morgen schon über das Allzeithoch, das heute dann erreicht wurde, raus. Sonst droht, wie gesagt, dieser Fehlausbruch. Das wäre reichlich unschick. Und ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.